Jetzt wohin? Wieder hoch. Cross the gap on the room's east side to continue. Drauf, dann kommen wir zwei Level höher. Wir springen auf eine Moving Green Plattform. Ja. Zumindest sagt, wo die genau ist. Ja, die bewegt sich ja, das weiß ich ja nicht. Ach so, ich dachte, die fährt immer da unten lang. Nee, die fährt immer durch den ganzen Raum. Links, rechts, geradeaus. Achso, ja. Nach Westen und die Treppe runter. Nach links. Genau. Den, warte mal. Den, den Norden müssen wir nach blau, also den oberen nach blau mit dem Schwert. Ja. Genau, jetzt das gleiche auf der anderen Seite, also zurück. Also blau. Ne, da müssen wir es jetzt rot machen. Also both crystals red. Once the crystals are the proper color, a door will open in the north wall of room E6. Use Rock's Cape to get there. Da müsste jetzt da oben. Ach so, hä? Dann macht die mal. Hä? Für mich. You sought to make north crystal blue and the south one red. Ach so. Go so back upstairs, right the blue on this. Both crystals red. Ja, okay. Der untere mussten wir noch rot machen, Entschuldigung. Das, war mir entfallen. Mm. Alles gut. So, im nächsten Raum müssen wir alle Gegner kaputt machen, damit wir eine Boss-Key kriegen. Was sind das für Gegner? Die springenden Skelette. 300 Sekunden zum Ausschalten, beliebige Klasse. Achso, ja, das ist der Fall. Dann drücken wir doch mal. Ich kann so nicht arbeiten! Wo ist denn die Beliebig-Taste? Wunderbar. So. Genau. Soll ich dir schon mal vorlesen, wie wir den Endgegner gleich besiegen? Ich hab's mir schon mal durchgelesen. Achso. Warum sitze ich hier eigentlich? Ich weiß, das fragst du dich auch schon. Ich weiß nur, dass. Ich schon mal krass Feuer, Digga. Nee, brauchst du mal Endgegner eigentlich. Ja, ich meine eher die Feuerdinger, die nach mir spucken. So. So. Komme ich hier wieder zurück? Ins Loch fallen lassen? Via the staircase in southeast corner of D9. Ach, wir müssen zu den D9. Ja, wir müssen zu den vielen Treppen zurück. Was aber ganz nett ist, weil wenn wir kaputt gehen, sind wir relativ schnell beim Boss wieder. Welche Treppe ist denn die? Die ganz rechts unten ist die in. Aber wie wir da hinkommen? Da war noch eine in der Fee, ja, oder? Ja, ich wollte nur. Machen. So, wohin? Da müssen wir im Prinzip rauskommen. Ja, und wie komme ich da hin? Ja, das steht hier nicht. Aber ich vermute mal durch diese hier. Von oben. So, jetzt bin ich am Anfang. Ja, dann gehen wir doch mal. Also du musst Dir rein. Ja, okay, alles klar. Und wenn du zur Truhe noch willst, dann müssen wir auch was vorher. Was ist in der Truhe drin? Lohnt sich das? Das steht auch nicht hier. Ich sag dann wollen wir nicht zur Truhe. Dann ist mir die Truhe egal.
Das wäre der Weg zur Truhe, der untere. Tschüss! Jetzt hätte ich wenigstens mal reingucken können in die Truhe. So. Mit 4,5 Herzen, das kann ja noch gut werden. Brauche ich noch so ein Cape? Nee, Cape und Dings. Es ist das Pad. Es ist nur das Pad. Wie schnell die schießen. Da fallen die Blatt. Geil, ey. Die blauen sind da richtig toll. Toll sind die, super. Ja. Blöde Kackbratze, ey. Es zieht von der Schwierigkeit schon an hier, ne? In dem Dungeon. Nee, das ist nicht schwer, das ist einfach nur Banane. Aber immerhin, wie gesagt, also der Weg zum Gegner ist ja relativ fair. Ja, not easy. Und the yellow from the egg. Ja. Die Geisterkumpels nervt mich eigentlich am meisten. Ja, vor allem, das kann ich verstehen. Was die blauen ist. Kommst du einfach nicht durch, ohne Schaden zu fressen. Ja, vor allem, weil die auch noch durch die Wände gehen halt, ne? Ja. Also die Roten das haben, hat sich ja mal gelohnt. Die Roten haben wenigstens den Anstand. Dass sie da bleiben, wo sie sind. In, ja, und in halt ihrem die auch genug Zeit geben, um. Ja. Oma? Naja. Ja, ja. Ich wollte nur schon mal hier rein. Aber der hat es wieder dran gesetzt. Müssen die gleichzeitig oder so? Steht da irgendwas? Once the heads are gone, the dragon's body will attack. Oh. Aber gut, also der Weg ist ja. Ja, wenn du fair. Glück, wenn du Glück mit den Geistern hast, dann ist das. Thank you.
da. Viel Spaß. Ich probiere ihn zweimal und ansonsten machen wir den in der nächsten Session. Dann Petri Heil. Boah. Das hat ja richtig gut gemacht. Ach, man kann, während man Dings. Wenn er auch durch mich durchläuft. Du hast noch außer Gefecht gesetzt. Oh, war gar nicht mal schlecht. Aber wusste ich gar nicht, dass man hüpfen kann, während man die Aufladerattacke macht. Das habe ich eben mal ausprobiert. Das geht relativ gut sogar. Du kannst halt nicht mehr den Doppelsprung machen, aber ist ja egal. Ja, musst du nur über die eine Flamme dann so drüber hüpfen, wenn das geht. Richtig. So. Na dann. Das ist direkt schon wieder getroffen. Es kann nicht wahr sein. Wenn man das macht, muss man springen, oder? Ja, vor allem darf ich da nicht in den Weg stehen. Eigentlich musst du dich nebendran stellen. Ah, du kannst doch den Doppelsprung wieder machen. Okay, da gehen wir auch ein bisschen in die Knie, wenn man viel anzeigen muss. Ach, der läuft auch noch schräg! Nein, ich kann ja nicht, ich bin ja gestunt. Es soll heute nicht sein. Wir machen den das nächste Mal. Noch einmal. Ja, einmal noch, aber dann reicht's auch für heute. Mit dem Wissen, dass man springen kann, während man das Ding macht, bin ich so einfach. Das ist ja hier komplett neues Lebensgefühl. Also so. Oder so vor allem, genau. Die bleiben auch die ganze Zeit, die blauen Geister. Ja, das meine ich ja, weil die gehen ja gar nicht weg. Die nicht komplett weggehen, das ist so ein bisschen. Sauber. Aber wenigstens der Weg ist ja wirklich fair zum Endgegner. Ja. Spring!
Dazwischen gesprungen hier. Schlecht. Springen. Springen. Ach, du springt aber nicht. Ist sofort, sobald er jetzt. Oh, ich dachte, er springt jetzt. Ja, gut. Wir machen ihn das nächste Mal, würde ich sagen. Es war ein harter Kampf jetzt heute. Ich glaube, beim nächsten Mal wäre er tot. Wir schaffen ihn das nächste Mal, ich bin sicher. Hat ein Sauhund, ey. Warte, dass er springt und macht er. Rennt einfach auf dich zu. Gut, liebe Leute, das wär's für heute. Jo. Von uns. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder und dann vielleicht ja sogar schon bis zum Ende. Mal gucken. Mal schauen. Also, bis dann erstmal. Ciao.